Ja, lieber Dirk, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir mit mir zu sprechen, mit mir auf meine Fragen einzugehen. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Danke, dass ich bei dir sein darf. Magst du dich einmal selber kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Dirk Seufert. Ich arbeite und lebe fast, kann man sagen, mit der Intergalaktischen Konföderation seit über 30 Jahren. Ich besitze einen zweiten physischen Körper, der unabhängig von mir jetzt hier dort unterwegs ist und alles, was er an Lernaufgaben sozusagen bewältigt, neue Fähigkeiten sammelt, bekomme ich hier zur Verfügung gestellt. Und ich mache seit 35 Jahren Lebensberatung auch, lese in der Akasha-Chronik, kann in der Aura lesen, spreche mit den Engeln. Ja, das ist eigentlich so erstmal so kurz die ganzen Infos und habe natürlich auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo du mich gefunden hast. Ja, das klingt ja wirklich spannend und ja, ich sag mal schon auch ungewohnt, zumindest glaube ich für etliche Menschen, zumindest auf meinem YouTube-Kanal. Aber gut, das Ungewohnte zu entdecken und so weiter, das ist ja auch das Spannende unserer Zeit heutzutage, dass wir versuchen, alte Gedankenpfade zu verlassen. Und das ist ja auch mein Anliegen, wenn auch ein bisschen anders. Also ich bin Markus Peters, ich bin Allgemeinarzt und bin seit vielen Jahren unterwegs mit dem Thema ganzheitliche Herzheilkunde. Mir geht es um die körperliche, seelische und spirituelle Herzensgesundheit. Und das biete ich in meiner Praxis an, Herztherapie Nord, zwischen Hamburg und der dänischen Grenze und in meiner Online-Akademie der Herzerklärer. Ja, und ich glaube, ich vermute mal, dass wir mit unserem Gespräch heute auf der spirituellen Ebene anfangen und dann uns vielleicht vorarbeiten bis zu einer körperlichen Ebene. Wollen wir mal schauen. Gerne. Das ist jetzt sozusagen mal so eine erste Boulekugel, die ich mal so ins Feld hineingeworfen habe. Wollen wir mal gucken, wie das Gespräch weitergeht. Ja, weshalb bin ich auf dich zugekommen? Und zwar, bin auf dich aufmerksam geworden über ein Interview mit Robin Kaiser. Robin Kaiser folge ich jetzt schon seit mehreren Jahren. Und dieses Interview hat mich tief berührt. Ich hatte Mittagspause gehabt, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Zeit gehabt und habe es mir dann komplett in einem Rutsch angehört. Ich habe sozusagen auf meine Mittagspause in dem Sinne verzichtet und ich saß da wirklich wie geflasht im Sessel. Und es haute dann gerade so hin, dass ich dann mit dem Beginn der Nachmittagssprechstunde dann fertig war. Und dann habe ich mich gefragt, okay, und wer ist dieser Dirk? Und dann habe ich mir verschiedene Videos von dir angeschaut auf deinem YouTube-Kanal. Und dann stieß ich auf ein Video von dir, da sprichst du darüber, dass die Herzfrequenz auch ansteigt. Und da war für mich die Entscheidung klar, mit dem will ich reden. Warum? Weil ich seit mehreren Jahren, nicht erst seit Corona, schon auch davor beobachte, dass sich etwas Grundlegendes verändert in der Physiologie des Herzens, in dem, was ich beobachte am Patienten. Diese Entwicklung hat sich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren nochmal massiv beschleunigt. Und darauf aufmerksam geworden bin ich schon vor vielen, vielen Jahren durch Hinweise von Rudolf Steiner, der davon gesprochen hat, also vor 100 Jahren, dass das Herz sich verändern wird. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wie soll ich mir das vorstellen? Und dass sich etwas verändert auf der spirituellen Ebene, das ist, denke ich, außer Frage. Wer sich ein bisschen beschäftigt mit Fragen, von Meditation und so weiter, der wird ganz rasch merken, dass man ums Herz nicht herumkommt. Und die spannende Frage ist aber jetzt die, und mit der möchte ich einsteigen. Was kannst du uns dazu beitragen zu dieser Frage, wie verändert sich das Herz? Also, was die Physiognomie betrifft, kann ich natürlich nichts zu sagen, weil ich kein Spezialist bin, so wie du jetzt als Mediziner. Aber energetisch ist es letztendlich so, dass das Herz natürlich Stück für Stück lernt, anders zu schlagen, anders zu pochen. Also die Herzschlagfrequenz ändert sich. Und zwar deshalb, weil es geht ja darum, dass wir in die neue fünfte Dimension kommen, aufsteigen. Und dementsprechend darf es natürlich auch so sein, dass wir selber eine andere Frequenz bekommen. Und das Herz
ist ja das Zentrum und reguliert sozusagen, jetzt zwar nicht im physischen, aber vor allem im energetischen Bereich, unsere eigenen Frequenzen. Und wenn das Herz sich langsam erhöht, also die Frequenz, die Herzfrequenz sich erhöht, erhöht sich natürlich auch unser gesamtes Schwingungsfeld. Und das hat eben dann zur Folge, dass wir näher an diese Frequenz herangeführt werden, die in der fünften Dimension dann sein wird. Und das ist genau der Punkt, was die Frequenzerhöhung auf der Erde, die jetzt die Föderation, die ich auch in einem der Videos genannt habe, dass die natürlich entsprechend mit angehoben wird. Aber, und das ist ganz wichtig, alles nach seinem Rhythmus und seinem Tempo. Also es muss jetzt keiner Angst haben, dass er das Gefühl hat, oh Gott, mein Herz fängt an zu rasen oder so. Natürlich vom medizinischen Standpunkt her wäre es natürlich ungünstig, sondern dass es wirklich sich langsam Stück für Stück anhebt, also die Frequenz. Ich weiß nicht, welche Untersuchungen du jetzt bisher hattest in deiner Praxis, ob du das mal verglichen hast über die Jahre, wie sich das jetzt auch physisch geändert hat, also vom Herzschlag. Also jetzt eine vergleichende Studie, damit kann ich nicht aufwarten. Ja, das wäre natürlich auch wahnsinnig schwierig, denn jetzt auch wirklich da muss man ja sozusagen vorher Standardwerte festlegen und so. Damit kann ich nicht dienen. Was mir auffällt, ist, dass ich immer häufiger Patienten habe, die doch eine, ja, die einfach einen recht relativ schnellen Herzschlag haben. Wobei man ja sagen muss, das jetzt rein von dem Physiologie-Lehrbuch her, ein Herzschlag zwischen 50 und 100 als normal angesehen wird. Und das ist jetzt also nicht so, dass das irgendwie da hinausschießt, ja. Und trotzdem ist es einfach so, dass doch immer wieder Patienten da sind, wo ich dann doch erstaunt bin, irgendwie so, ja, die haben halt eine Ruhefrequenz von 80 oder auch über 80. Und das sagen die auch, na, das ist schon seit längerer Zeit so und ja. Das ist so. Und darüber wundere ich mich. Und meine Frage, die sich jetzt hier ergibt, ist die, meine Beobachtung in der Praxis ist die, wenn der Herzschlag, je schneller der Herzschlag wird, umso schwieriger fällt es den Menschen, auch mir, wirklich in die innere Ruhe hineinzukommen. Ein schnelles Herz, ein schneller Herzschlag verbreitet eine tiefe Unruhe in der Seele. Und von daher würde ich eigentlich denken, dass wenn es darum geht, in eine feinstoffliche Schwingungserhöhung zu kommen, dass ich auf der anderen Seite aber auch ja eine größere Seelenruhe in mir selber brauche, um diesen Weg mitgehen zu können. Und für diese größere Seelenruhe wiederum ist eigentlich eher ein langsamerer Herzschlag hilfreich. Aus medizinischer Sicht magst du sicherlich recht haben. Der Punkt ist nur der, es geht auch darum, also es ist ja nicht nur, dass das Herz jetzt schneller oder die Frequenz sich verändert vom Herzen, sondern es geht vor allem auch darum, dass ich lerne, bewusster zu werden. Weil wir hatten kurz vorher, bevor das Video begonnen hat, mal kurz miteinander gesprochen. Ich habe das auch in einem Video mal genannt, wo ein Schüler zu seinem Meister gegangen ist und hat gesagt, Meister, wie hast du die Meisterschaft erreicht? Und der Meister sagt, wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Und wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und dann sagt er, das mache ich sowieso und geht wieder weg. Und nach einiger Zeit kommt er wieder und fragt ihn genau das Gleiche. Und der Meister antwortete genau wieder das Gleiche. Also wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Und wenn ich esse, dann esse ich. Und das ist genau der Punkt, weil wenn wir uns mal ehrlich zu uns selber sind, wenn ich zum Beispiel, ich habe zwei Hunde, wenn wir mit den Hunden laufen, wie bewusst sind wir in dem Moment wirklich beim Spazierengehen? Das heißt, nehmen wir wirklich den Boden unter uns richtig wahr? Spüren wir die Widerstände, die da sind? Spüren wir unseren Körper, unsere Atmung und so? Sondern wir sind oft eher abgelenkt. Unsere Gedanken sind überall, aber nicht bei dem, was wir eigentlich tun. Genauso ist es oft beim Essen. Ja? Und hier geht es darum, um mit dieser Herzfrequenz besser umgehen zu können, mehr und mehr ins Bewusstsein zu kommen. Und dadurch entsteht diese innere Ruhe. Ja, Ja? danke für den Hinweis. Ja.
Ja, okay. Wie siehst du das? Das Herz ist ja im Grunde in allen spirituellen Traditionen, ja, hat das ja etwas zu tun mit Liebe, mit Göttlichkeit, mit Verbindung zur übersinnlichen Welt. Und das ist mein Eindruck, dass hier auch gerade ein grundlegender Wechsel stattfindet. Jetzt in unserer westlichen Zivilisation. Andere indigene Kulturen haben das ja nie verloren, aber in unserer westlichen Kultur, dass jetzt das Bewusstsein dafür, dass das Herz ein Organ ist, was im Grunde uns verbindet mit der Erde, mit der Sonne, schlussendlich mit Christus, dass dieses Bewusstsein wieder mehr zunimmt. Ich nehme mal an, dass das in Korrespondenz steht mit dem, was auch deine Beschäftigung ist. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Darüber habe ich auch eine Botschaft der Föderation durchgegeben, wo es darum geht, dass wir wieder lernen, mehr und mehr in die göttliche Urkraft reinzukommen. Das heißt, mehr auch bei den Beratungen, sage ich es. Wenn ich in irgendeinem Thema ein Problem etc. habe, dann kann ich meinen Schutzengel fragen, dass er mir hilft. Die machen das aber nicht einfach so, sondern weil wir den freien Willen haben, darf ich sie entsprechend auffordern. Also das heißt immer mehr, und das ist ja auch das, was Jesus damals versucht hat, den Menschen als Botschaft weiterzugeben, mit dem Christusbewusstsein zu arbeiten. Das heißt, das Göttliche mehr um Unterstützung zu bitten, sich mehr mit dem Göttlichen zu verbinden und die Möglichkeiten zu nutzen, die wir alle haben, nämlich die hohe geistige Welt um Unterstützung zu bitten. Und dadurch kann ich viele Dinge erleichtern oder mir einfach oder mir überhaupt erleichtern, weil zum Beispiel nehmen wir mal den Alltag an. Du hast ein bestimmtes Thema und es zeigt erstmal für dich ein Problem auf. Unter normalen Umständen ist es immer so, dass ich, wenn ich ein Thema habe und sage, jetzt habe ich ein Problem und lenke darauf weiterhin meine Aufmerksamkeit, dann passiert nämlich Folgendes, es wächst. Das Problem wird größer. Es hat mal ein schlauer Mensch gesagt, wenn du denkst, du hast ein Problem, denk einfach was anderes. Und da stück ich was dran. Ja, also es geht wirklich drum zu lernen und das hilft eben auch, dieses Christusbewusstsein, dieses innere Vertrauen zu Gott, zu Christus, dann aufzunehmen und zu sagen, okay, ich habe dieses Thema oder diese Aufgabe. Und jetzt bitte ich darum, dass mir hier ein Lösungsweg aufgezeigt wird. Das heißt, ich lenke nicht dauernd Aufmerksamkeit auf dieses Thema, sondern ich lasse es los, ich lasse es durchfließen und sage zur hohen geistigen Welt, bitte helft mir dabei. Und damit gebe ich es so, oder ich übergebe dieses Thema. Und interessanterweise, wenn ich in dem Moment in dem Vertrauen bin, dass mir wirklich geholfen wird, dann löst sich das auch auf. Ja, und das ist eigentlich der Kern. Und das Herz, wenn du so willst, ist ja von uns gesehen auch das Zentrum. Und energetisch gesprochen ist es auch unsere Quelle, unsere Urquelle. Ja, aber wie gehen wir oft, und das wirst du als Arzt mir sicherlich bestätigen, wie oft gehen wir mit Raubbau mit uns um? Ja, wie viel Raubbau betreiben wir mit unserem Körper, mit uns selber? Zum Beispiel hatte ich auch das Thema, jeder weiß aus dem Verstand heraus, wenn mein Glas leer ist, muss ich es auffüllen. Mit unserer Lebensenergie gehen wir aber viel, ich sage jetzt mal, unbewusster um, beziehungsweise wir glauben, wir können aus einem leeren Gefäß noch mehr rauspressen. Ja? Und das rächt sich irgendwann natürlich verständlicherweise. Das kann ich vielleicht mal machen. Aber wenn ich das auf Dauer hin mache, dann bekomme ich irgendwann das Ergebnis dafür präsentiert, beziehungsweise die Quittung. Ja, und dann lande ich natürlich entweder bei euch oder im Krankenhaus oder sonst wo. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, wir werden Stück für Stück, und das ist auch der Grund der Frequenzanhebung, wir werden mehr in Verantwortung gebracht. Verantwortung für uns und unser Leben. Das ist nicht als Bestrafung gemeint, sondern es ist eher gedacht, dass wir lernen, in unsere Schöpferenergie zu kommen. Und ich lernen darf, meine Welt selber zu bestimmen. Das, was da draußen abläuft, kann ich sagen, ja, ich nehme die Situation an, so wie sie ist, Punkt. Und jetzt verändere ich es. Das heißt, ich ändere meine Blickrichtung.
Und damit kann ich mir mein Leben erleichtern. Ja, das ist schön, vor allen Dingen das Wort erleichtert. Das Interessante ist für mich an deinen Worten, was du gerade gesagt hast. Du hast davon gesprochen, dass es notwendig ist, dass wir lernen, mehr in die Eigenverantwortung hineinzugehen. Wir leben aber aktuell in einer Situation, wenn ich in die Landschaft gucke, zumindest hier in Deutschland, aber zumindest, ich glaube, im ganzen deutschsprachigen Raum, in einer Situation, wo der Staat immer mehr meint, bestimmen zu müssen. Gerade die letzten 3 Jahre haben wir das ja nun massiv erlebt, oder 3,5 Jahre, wie sehr der Staat meint, bestimmen zu müssen, mit wie vielen Leuten ich mich abends treffe oder überhaupt treffe und so weiter. Und da habe ich so den Eindruck, ja, da geht es eigentlich darum, sozusagen an dem Widerstand zu wachsen. Kannst du damit was anfangen? Also trifft das bei dir auf Resonanz? Ja, es geht, also ich gebe dir absolut recht, dass natürlich das Außen uns immer mehr, ich sag mal, einengen will. Das ist natürlich gewollt, gar keine Frage, weil sie merken, dass die Bevölkerung, ich kann es jetzt halt nur erstmal von Deutschland sagen, immer mehr auf die Barrikaden geht und vieles sich nicht mehr gefallen lässt. Mit Corona haben sie es damals versucht. Und mittlerweile wissen sie, dass sie das so nicht mehr machen können. Also da macht ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr mit, entsprechend. Und dann müssen sie natürlich andere Art und Weise oder mit anderen Möglichkeiten versuchen, uns entsprechend einzuengen. Und da kann ich aber auch sagen, und das ist genau das Interessante dabei, weil ich erlebe es ja tagtäglich. Ich habe zwei Varianten. Ich kann entweder mich darüber aufregen, was die Politiker alles für Entscheidungen treffen und was da alles schief geht. Oder ich gehe in die andere Haltung, dass ich sage, ich nehme die Situation an, so wie sie ist. Punkt. Und jetzt verändere ich es. Das heißt, ich gehe in meine Schöpferenergie hinein und gucke, was kann mich erweitern oder was kann mir helfen, was bereichert mich? Was hilft mir? Ja, und darauf meine Energie lenken. Das ist wie, gibt es ein ganz tolles Beispiel. Da stehen zwei vor einem großen Blumenmeer und der eine sagt, guck mal, was für eine tolle Blumenpracht. Und der andere sagt, hast du die verwelkte Blume da hinten gesehen? Also es ist immer die Sichtweise der Dinge. Beide haben sozusagen recht. Ja, so. Aber der eine sieht diese negative Energie gar nicht oder das Negative. Und genauso habe ich meinem Unterbewusstsein trainiert oder mein Unterbewusstsein, dass entsprechend, egal was auch immer in meinem Leben geschieht und sei es noch so negativ, immer noch das Positive darin zu sehen. Und dadurch komme ich schneller aus gewissen Situationen heraus und merke einfach auch, dass ich meine Welt bestimmen kann. Natürlich kann ich die Gesetze deswegen nicht ändern. Bei Rot muss ich trotzdem halten, ja. Aber ist die Frage, mache ich mich da zum Sklaven sozusagen oder zum Opfer oder gehe ich in die Schöpferenergie und sage, okay, da muss ich vielleicht halten, aber bei anderen Sachen kann ich vielleicht geradeaus fahren oder durchfahren oder wie auch immer, ja. Und darum geht es. Und deswegen kriegen wir immer mehr, ich nenne es jetzt einfach mal Bremsen eingebaut, um Stück für Stück in uns zu gehen, wo ich sagen kann, wie kann ich jetzt noch überleben, indem ich in die Schöpferenergie gehe. Das, was Jesus vor über 2000 Jahren uns vermitteln wollte, nämlich die Christusenergie. Ja? Wir sprechen in der Bibel oder auch teilweise von Astrologen etc., von Aussagen von 3 Tage Dunkelheit. Jeder denkt immer, da geht die Erde unter oder dann ist dunkel, da ist Nacht. Nein, es geht um die Dunkelheit in uns. Unsere Welt wird dunkel. Dunkle Nacht der Die Seele. Frage ist, ja, und die Frage ist, wie dunkel wird es? Das kann ich selber bestimmen. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, mehr und mehr mit der göttlichen Energie zu arbeiten, mit der göttlichen Verbindung, die Engel drum um Unterstützung zu bitten und so weiter und zu lernen, mich wieder in die Schöpferenergie zu bringen, dann wird das Dunkel nicht so dunkel werden für mich. Vielleicht wird es ein bisschen grau. Aber nicht so schwarz oder so dunkel, wie es eigentlich vielleicht vorhergesagt ist. Und genau darum geht es. Das heißt, eigenständig zu werden und damit auch
Ich sage immer, ich übernehme für mich und mein Leben die volle Verantwortung. Das heißt, alles, was mir widerfährt, bin ich dafür verantwortlich. Auch wenn das manch einer sagt, ja, aber das habe ich doch niemals vorausgesehen oder dafür war ich doch nicht verantwortlich. Doch, ist vielleicht nicht bewusst, aber unbewusst. Die Kriege, die wir haben, die Auseinandersetzungen, die haben wir erschaffen gemeinsam. Ja, vor einigen Jahren hat die Föderation zu mir mal gesagt, dass an einem Tag die Gedanken der Menschen ausreicht, um eine Atombombe zu bauen. Und du weißt es vielleicht selber bei dir auch. Wir Menschen sind oft eher schneller dabei, uns zu kritisieren, anstatt uns selber zu loben. Das hat nichts mit Ego zu tun, sondern es geht hauptsächlich um Wertschätzung und Achtung sich selber gegenüber. Und ich sage mal, für uns ist es oft eine Selbstverständlichkeit. Bei ganz einfaches Beispiel. Es liegt Geschirr in der Küche und so weiter. Und dann sagst du, ja, okay, das mache ich jetzt schnell weg, pack das in die Spülmaschine, spül vielleicht noch ein paar Sachen weg und fertig. Und dann zum nächsten. Warum kann ich nicht, wenn das alles fertig ist und ich das wirklich bewusst gemacht habe, mich darüber freuen oder vielleicht auch sagen, Mensch, da war ich richtig gut, das habe ich toll gemacht. Sondern wir übergehen das einfach. Ja, du lachst, aber es ist so. Und das ist bewusst, ja, die Dinge einfach zu machen. Wie gesagt, kritisieren sind wir ganz schnell. Mensch, bist du doof heute. Kapierst du das nicht oder so? Wie oft gehen wir so mit uns um? Ja, diese Energie, die wir da verbraten, die muss ja irgendwo hin. Die löst sich ja nicht einfach irgendwo auf. Und wenn du jetzt mal überlegst, das machen Millionen von Menschen, was für eine geballte Energie ist da zur Verfügung? Und die kriegen wir irgendwann entsprechend natürlich als Kriege oder als Naturkatastrophen oder was auch immer präsentiert. Ich werde oft auch gefragt in E-Mails oder so, Dirk, warum greift die Föderation nicht ein? Sie greift da ein, wo es nicht im göttlichen Plan vorgesehen ist. Aber alles andere wird zugelassen, um dass wir daraus erkennen können, dass wir damit Verantwortung übernehmen dürfen und wir es erschaffen haben. Ja? Einfaches Beispiel, ich gehe durch den Wald. Wie oft sehe ich Müll im Wald? Ja? So. Und das soll die Föderation kommen und den wegräumen oder wie? Ja. Ja, aber das ist, nein, von der Einstellung her. Ja, das ist die Einstellung der Menschen. Und hier geht es wirklich um Eigenverantwortung. Und es geht, fängt bei unserer Gesundheit schon an. Ja. Da sind wir bei einem Stichwort, was ich dich auch gerne fragen wollte. Nun haben wir ja vor 3,5 Jahren ja, ist mit einem Problem zu tun bekommen, mit dem großen C-Thema. Inzwischen darf man ja straffrei sagen, dass es ja nun doch mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit aus dem Labor stammt, also von daher ja wirklich sozusagen der menschlichen Schöpferkraft entspricht oder entstammt. Ja, das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und was dann auch der menschlichen Schöpferkraft entsprang oder entspringt, sind die Maßnahmen dagegen. Und mit diesen Maßnahmen, die da getroffen worden sind, habe ich in der Praxis tagtäglich zu tun. Und kannst du da noch etwas mitteilen aus deiner Sicht auf die Dinge, wie hier die Zusammenhänge zu sehen sind? Also ich habe im Frühjahr 2020, wie das Ganze, so die ersten Phänomene so deutlich wurden, ist mir sehr schnell klar geworden, okay, das, was wir hier erleben, ist ein Angriff auf das Zentralorgan des Menschen, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der spirituellen Ebene, eben das Herz als ja, im Sinne von Meister Eckhart, Gott ist in mir, ich bin in Gott. Und dass dieser Ort eben auch das Herz ist, das spirituelle Herz ist. Und dass das einfach massiv attackiert worden ist. Hast du dazu Inspirationen für mich, Ideen für mich, für meine Patienten, wie wir damit umgehen können? Also grundsätzlich hat das große C nur deswegen diese Auswirkung gehabt, weil die Medien, bevor das große C rausgekommen ist, ordentlich Angst geschürt hat. So, und was passiert, wenn ich Angst habe, fährt mein Energielevel nach unten. So,
Und dann, und das ist nämlich ein Naturgesetz oder ein kosmisches Gesetz oder geistiges Gesetz, ich kann nur dann mit etwas in Resonanz gehen, wenn ich entweder die gleiche Frequenz habe oder eine darunter. Und das ist genau der Punkt, warum viele so davon betroffen waren, weil im Vorfeld die Angst geschürt worden ist. Wenn das keiner gemacht hätte, dann wäre da nichts passiert. Null. Ja, so. Aber das wussten die natürlich, also haben sie entsprechend das vorbereitet. So. Und ich bin immer wieder gefragt worden, weil viele natürlich gesagt haben oder beziehungsweise die Aussagen kamen, ja, das geht sogar auf die Seelenebene, diese ganze Impferei und diese Schäden und so weiter. Auch hier kann ich nur sagen, diejenigen, die geimpft worden sind, wenn sie sagen, weil ich kann es wirklich, das ist jetzt keine, also wie sagt man, haltlose Geschichte, sondern es ist einfach auf den Naturgesetzen aufgebaut. Ich kann diese Impfung in mir komplett neutralisieren, indem ich meine Frequenz erhöhe, meine eigene Frequenz. Weil dann löst sich das andere von alleine auf. Da gibt es genug Menschen in meinem Umfeld, die das gemacht haben und wo man wirklich festgestellt hat, es ist nichts mehr da. Ja? Aber, und das ist genau der Punkt, es geht immer wieder weiterhin, und da sind die Medien eben auch ein ganz großer Träger dabei, immer noch weiterhin um die Angst. Ja? Und solange die Angst uns beherrscht, werden wir natürlich auch diese Einschränkungen oder diese Probleme haben. Und deshalb ist es so wichtig, in das göttliche Vertrauen wiederzugehen, ja, in das Christusbewusstsein, um wirklich aus dieser Frequenz herauszukommen. Darum geht es eigentlich. Egal, was auch immer den Regierungen neu einfällt, was dann vielleicht wieder neu erschaffen wird oder wie auch immer. Ich kann nur in Resonanz gehen, wenn ich die gleiche Frequenz habe oder eine Frequenz darunter. Es ist einfach so, es ist ein Gesetz und da beißt die Maus keinen Faden ab, wie man so schön sagt. Ja. Ja, das ist schön, dass du das so sagst, weil ich bin von einigen Kollegen, mit denen ich enger befreundet bin, sehr skeptisch angeschaut worden. Ich will nicht sagen kritisiert, aber skeptisch angeschaut worden, wenn ich gesagt habe, dass ich auch Menschen, die sich haben gestern oder heute impfen lassen, in den Arm genommen habe. Ja, das kannst du doch nicht machen mit Schelling und so weiter. Nicht? Aber ich habe mir, meine Haltung war und ist diejenige, ich gehe offen meiner inneren Haltung her auf eine andere Ebene und dann lasse ich das sozusagen durch mich durchgehen und gehe damit gar nicht erst in Resonanz, ja, mit diesem ganzen Shedding-Thema, ja. Genau. Und ja, warten wir es ab, ja. Ja, es heißt ja auch, die Liebe ist die größte Kraft im Universum und so ist es auch wirklich. Also wenn ich mit Liebe auf die Menschen zugehe, egal ob die jetzt geimpft oder ungeimpft sind und wirklich von Herzen mein Herz aufmache, wobei wir wieder bei unserem Thema sind, ja, wirklich die Herzensenergie fließen lasse, dann kann da nichts kommen. Es funktioniert gar nicht. Weil auch die Stoffe auf Frequenzen aufgebaut sind. Alles, was wir haben, der Tisch hinter dir, die Blumen, die Vase, es ist alles eine Schwingung, eine Frequenz. Und das können auch die, die das entwickelt haben, nicht entsprechend verändern. Es ist die Urenergie. Und dementsprechend sind sie auch diesen Gesetzen ausgesetzt. Also sie können das nicht verändern. Ja, also sie können nur eins machen, sie können versuchen, unsere eigene Frequenz herabzusetzen. Genau, und das ist ja natürlich auch das Problem, weil du hast eben davon gesprochen, dass es notwendig ist, ich will mal sagen, geistig, spirituell zu arbeiten, um auch eventuelle Folgen der Impfung zu überwinden. Nun beobachte ich in der Praxis, dass es ja sehr viel, nicht immer, aber sehr viel Menschen sind, die sich haben impfen lassen aus Angst heraus. Und sozusagen, dass ich mich aus Angst heraus habe impfen lassen, rührt ja schon daher, dass ich eben nicht im Vertrauen bin, dass ich nicht in der Liebe bin, dass ich nicht in der göttlichen Anbindung bin. Und damit reite ich mich ja sozusagen tiefer in den Schlamassel hinein. Und ich habe so den Eindruck, damit wird sozusagen das Gap, also die Herausforderung, wird dadurch nochmal massiv erhöht. Ja? Und das ist auch etwas, was ich im Herbst 21 das erste Mal für mich klar bekommen habe,
wo ich mich gefragt habe, so okay, da habe ich so die ersten Patienten behandelt mit kardialen Problemen nach Impfung und bei einigen hat es funktioniert, bei anderen nicht und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das? Und dann habe ich so in einem Spaziergang versucht, da wie ich in der Natur war und da mir darüber klar zu werden, was sind die Gemeinsamkeiten? Und die Gemeinsamkeiten sind die, und das hat sich bis heute bestätigt, und das wird auch von anderen Kollegen bestätigt, mit denen ich das besprochen habe, sind im Grunde drei zentrale Fragen. Die eine Frage ist die, wer bist du wirklich? Was willst du hier auf der Erde? Was ist der Ruf deiner Seele? Das sind sozusagen die drei zentralen Fragen, und es laufen unglaublich viele Menschen herum, die sich mit allen drei Fragen noch nie in ihrem Leben beschäftigt haben. Und wenn die dann auch noch es mit den Folgen der Impfung zu tun haben, dann wird es echt schwer. Während die Menschen, die mit dieser Frage sowieso schon umgehen, mehr oder weniger seit vielen Jahren, da haut das auch nicht so dermaßen rein. Ausnahmen gibt es immer, aber so von der groben Richtung her. Da gebe ich dir recht. Und jetzt kommt, muss ich sagen, ein Aber. Grundsätzlich ist es so, und das stelle ich ja auch fest, weil ich baue ja im Moment auch ein eigenes Netzwerk auf von verschiedenen Therapeuten. Es gibt so viele Menschen mit gewissen Fähigkeiten, die mir dabei aber auch helfen können. Selbst wenn ich jetzt, wie du gerade sagtest, da noch gar nicht diese drei Fragen gestellt habe. Aber wenn ich bereit bin zu sagen, ich möchte in meinem Leben etwas verändern, habe ich die Möglichkeiten dazu. Ja, es gibt viele Therapeuten, die mich da unterstützen können. Aber der Wille, den darf ich selber geben, also aus mir heraus. Und Genau, das das ist ist das Problem. so, ja. Also wenn einer sagt, nee, da gibt's nichts und da kann mir keiner helfen und so, dann kann ich immer nur sagen, aus deiner Sicht gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Mehr geht nicht, ist okay. Aber jeder hat die gleichen Chancen, die gleichen Möglichkeiten. Die einen waren vielleicht ein bisschen schneller und ein bisschen früher dran. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen, die jetzt davon auch betroffen sind, die gleichen Möglichkeiten auch noch haben. Aber ich muss mich halt bereit erklären dazu. Ja, das ist das Gleiche, wenn du sagst, zum Beispiel kommt Patienten in deine Praxis. Und sagt, ja, ich habe Schmerzen, da kannst du sagen, ich kann dir eine Spritze dafür geben, die Schmerzen. Jetzt kann der Patient entscheiden, ob er die Spritze haben will oder nicht. Ja, er hat die Wahl. Und genauso ist es eben auch mit diesen Dingen, beziehungsweise wenn ich wirklich bereit bin, dieses zu lösen in mir, dann darf ich mich auch auf diesen Weg begeben. Und da gibt es genügend Menschen, die mir da helfen können. Ja, ich erlebe es ja tagtäglich. Ja, genau. Und das ist auch etwas, was ich selber auch bestätige, was so eine Qualität der neueren Zeit ist jetzt, der letzten Jahre auch. Ich will das mal so formulieren. Wenn ich ein Bein gebrochen habe, dann tue ich gut daran, einen vernünftigen Chirurgen oder Unfallchirurgen oder Orthopäden aufzusuchen. Der wird dann entsprechende Dinge einleiten und tun. Und dann muss ich mich an die Anweisungen halten, inklusive dann irgendwann der Physiotherapie. Und dann wird das wieder. So, also wenn ich einen einigermaßen gesunden Body habe, dann wird das wieder gesund werden. Ja? Und wir leben jetzt in einer Zeit mit diversen gesundheitlichen Problemen, gar nicht immer nur mit C-Zusammenhängen, sondern auch mit anderen Themen. Auch die ganze Psychosomatik und so weiter, wo der Wille und die Eigenverantwortung des Menschen in einer Art und Weise gefragt ist, die eben etwas völlig anderes ist als dieses Beispiel mit dem Beinbruch. Ja, das stimmt. Aber es geht schon im Denken los. Ja, Es das. fängt wirklich beim Denken schon an. Und wie gehe ich mit mir einmal um? Und gehe ich mit meinem Umfeld um? Ja, also wie oft habe ich schon erlebt, auch gerade in Beziehungen, dass der eine den anderen da und da kritisiert und so weiter oder meint, er muss ihn verändern. Ja, weil mir das gerade jetzt besser passt oder wie auch immer. Da geht's schon los. Also, wie ich mit mir selber umgehe, gehe ich auch mit anderen entsprechend um. Prinzip der Resonanz. Ja, oder so wie es mir von außen widergespiegelt wird, sieht's in mir drin aus. Was sagst du, wie es weitergeht mit der Gesundheit der Bevölkerung?
Naja, gut, also Auch, es und ist, auch mit der Herzentwicklung. also grundsätzlich muss man natürlich eins dazu sagen. Es gibt mittlerweile, und das findet immer mehr statt, findet generell im Gesundheitsbereich eine Spaltung statt. Dass die Menschen, die ihre Eigenverantwortung übernehmen und anfangen, an sich Dinge zu verändern oder das einfach sich zu lösen, auch von alten Mustern, Blockaden, da spielt auch Erziehung, spielt eine sehr große Rolle. Wir kriegen als Kinder über 44.000 Neins präsentiert, werden geprägt im Kindergarten, in der Schule, in Partnerschaft, Beruf etc. und kriegen ständig immer Sichtweisen dargestellt. Und wie du richtig vorhin auch erklärt hast, es geht da viele darum, die kennen sich noch gar nicht, die wissen gar nicht, was sie eigentlich ausmacht, wer sie wirklich sind. Und hier habe ich aber auch die Möglichkeit, das zu erkennen. Und dadurch wird es Menschen geben, die sagen, ja, ich bin bereit, herauszufinden, wer ich bin, versuche meine Blockaden oder meine alten Strukturen abzulegen, mich da aufzulösen und sozusagen ein freierer Mensch zu werden. Die gehen, ich sage jetzt mal, in den gesunden Bereich. Und die Menschen, die sagen, das war schon immer so und da kann mir keiner helfen. Oder es gibt zum Beispiel auch Menschen, die bewusst über ihre Krankheit ständig reden, damit sie etwas zu erzählen haben. Die wollen gar nicht gesund werden. Das gibt es genauso. Ja? Und so wird sich immer mehr, ich sage jetzt mal, die Spreu vom Weizen trennen. Definitiv. Ja? Und die Frequenzanhebung unterstützt das Ganze noch, beschleunigt es sozusagen. Und deswegen ist die Eigenverantwortung im Moment sehr, sehr wichtig für uns selber vor allem und natürlich auch für unsere Gesundheit. Also so sehe ich die Zukunft. Ja, herzlichen Dank. Ja, das kann ich aus der Arbeit in der Praxis, also verstehe ich sofort, was du meinst. Ja. Ja, für viele Menschen ist einfach das, was, ich sag mal, das, was die GKV sagt, wofür die Kosten übernommen werden, das muss ja gut und richtig sein. Und ja, kann man nicht mehr zu sagen. Und die anderen sagen sich eben, nee, ich gehe einen anderen Weg. Ja, und es geht eigentlich um Unabhängigkeit, weil auch da ist ja immer mehr, wird ja immer mehr abhängig gemacht. Ja, und es geht wirklich darum, und das ist auch ein Anliegen als, für mich als Botschafter auch von der Föderation, dass wir lernen, eigenständig zu werden, dass wir freie Wesen wieder werden, das, was wir ein Ursprung eigentlich sind. Ja, und wir können wirklich jeden Tag unseres Lebens in die richtige Richtung, also was heißt in die richtige Richtung, aber in eine glückliche Richtung lenken. Wir haben es jeden Tag immer wieder aufs Neue selbst in der Hand. Und das zu erkennen und dafür bereit zu sein, spielt natürlich auch in dieser Entwicklungsprozess eine Rolle. Wie gesagt, der eine ist schneller und der andere braucht länger, aber letztendlich kommen beide, wenn sie wirklich wollen, ans Ziel. Genau, aber das ist der entscheidende Satz, wenn Sie wirklich wollen. Ja. Ja. Hast du den Eindruck, dass sich jetzt gar nicht nur bezogen auf das Herz, sondern insgesamt hast du Informationen darüber, dass die Physis der Menschen sich verändern wird? Ja, auf jeden Fall. Auch die DNA verändert sich. Wir haben also jetzt schon, ich sehe es ja auch, wenn ich mit meinem zweiten Körper im Schiff oder so bin. Und wir entsprechend ja auch die Entwicklung der Menschen uns angucken, weil danach richten wir entsprechende Aktionen, die wir starten. Und da kann man schon erkennen, dass im energetischen Bereich schon die DNA sich Stück für Stück bei vielen verändert. Also das Bewusstsein, die Fähigkeiten und so weiter, sie kriegen plötzlich mehr mit als vorher, sie nehmen viel mehr wahr. Also viele zum Beispiel erkennen plötzlich in sich, dass es noch eine andere Welt gibt, die sie immer wieder beginnt, wo sie immer wieder eintauchen und so. Und das hat auch was mit der DNA zu tun. Ja, also hier findet generell eine große Veränderung statt. Was ist die Aufgabe der DNA aus deiner Sicht?
Die DNA hat natürlich zum einen, ja, ich sag mal, unsere Urinformationen gespeichert. Und die DNA wurde ja über diese ganze, ich nenne es jetzt einfach mal Periode, also ich rede hier wirklich von sogar vor Christuszeit oder vor Jesuszeit, wurde ja entsprechend da schon wie, ich nenne es jetzt mal wie ein Schraubstock, dass wir es bildlich einfach sehen, einen Schraubstock versehen. Und jetzt durch die große Veränderung und auch die Unterstützung der Föderation und diese ganzen kosmischen Veränderungen hat sich der Schraubstock immer mehr gelöst und jetzt kann dieses andere Knötchen, so will ich es jetzt einfach mal nennen, also die DNA, kann sich jetzt richtig aufrichten. Und dadurch werden wir wirklich zu den Wesen, die wir im Ursprung eigentlich sind. Weil wir sind ja damals, wir stammen ja nicht von der Erde. Die Erde ist ja für uns alle nur ein Gastplanet, jeder Einzelne. Sondern wir stammen ursprünglich von Außerirdischen. Die Außerirdischen waren die allerersten, die die Erde besiedelt haben und eine Spezies sozusagen kreiert haben, nämlich den Menschen, der sämtliche Informationen, die das Universum beinhaltet oder was von anderen Wesenheiten erfahren worden ist, in uns verankert hat. Und dann gab es eben eine Gruppierung, die Angst hatte, dass wir letztendlich das Universum beherrschen und sie dann unsere Sklaven sind. Und damit es nicht passiert, haben sie aus Angst uns letztendlich, ich nenne es jetzt mal, den Deckel draufgesetzt und uns klein gehalten. Und diese Informationen sind auch mit in der DNA noch vorhanden. Ja, die stecken in unseren Zellen drin, diese ganzen Informationen. Das heißt, auch Wunder, die teilweise körperlich, dass das nicht mehr zum Beispiel Operationen, die Heilung der Operationen können heutzutage viel schneller vonstatten gehen als früher. Das hängt mit der DNA-Veränderung zusammen, zum Beispiel auch. Und ich kann das Ganze natürlich nochmal unterstützen. Da gibt es zum Beispiel in The Secret, gibt es ja auch so verschiedene Trainer. Da ist ja einer ganz bekannt, der praktisch bis zum Hals abgelähmt war und trotzdem nach 11 Monaten sozusagen dann wieder gesund das Krankenhaus verlassen hat. Und daran siehst du, was geistig alles machbar ist. Das heißt ja auch, der Geist steht über dem Körper und die DNA hilft uns natürlich dabei, oder die Informationen, die in der DNA enthalten sind, helfen uns dabei. Ja? Also wir kriegen sozusagen das Grundgerüst zur Verfügung, aber entscheiden, damit umzugehen, das dürfen wir selber. Von welchem Menschen hast du eben gesprochen mit der Lähmung? Der Joe Dispenza. Joe Dispenza, okay, ja. Ja, Clemens Kugel wird er ja auch zu nennen. genau, der ja Riesenhallen füllt mittlerweile und den Menschen da hilft, praktisch, dass man wirklich so viel selber erreichen kann, dass es da eigentlich gar keine Grenzenwirklichkeit gibt. Ja? Aber es ist ja nur einer von vielen. Es gibt ja Ja. noch andere, die ihre Erlebnisse gesagt haben oder so. Und es ist ja auch so, ich weiß nicht, ob du das eine Video von mir gesehen hast, wo ich darüber gesprochen habe, wie im Mutterschiff einer der Bein amputiert war. Also dem ist das Das Bein kenne ich abgerissen nicht. worden. Hast du das gesehen, das Video? Das kenne ich Okay. nicht. War ich Zeuge, also ich durfte dabei sein als Zuschauer, wie innerhalb von, nach unserer Zeitrechnung, innerhalb einer halben Stunde ein Bein komplett wiederhergestellt wird. Und da hilft auch entsprechend oder hat geholfen die DNA. Das heißt, der Computer geht in den Bereich der DNA, kodiert sozusagen das wieder zurück, weil man spricht ja, das als Mediziner kannst du mir sicher bestätigen, von dem Phantomschmerz. Das heißt, energetisch ist das Ganze ja noch vorhanden. Nur die Zellen, die das Ganze zusammenhalten, fliegen, ich sage jetzt mal, irgendwo im Universum rum. Und hier ging es einfach darum, diese Zellen wieder zusammenzubringen. Das heißt, anhand des DNA-Schlüssels wurden sozusagen diese Zellen wieder zusammengebracht. Und dadurch konntest du zugucken, wie dieses Bein, ich habe das am Computer gesehen, wie dieses Bein vom Abriss an komplett rekonstruiert worden ist. Und nach einer halben Stunde ist er aufgestanden und ist mit zwei Beinen den Raum verlassen. Also, was in Wirklichkeit alles möglich ist.
Muss ich mir da einen Computer so vorstellen, wie jetzt der Computer, vor dem ich hier sitze? Oder ist Computer metaphorisch gemeint, weil es Nein. sozusagen keinen anderen Begriff dafür gibt? Ja, also dieser Computer, der dort in diesem Klinikenraum drin ist, ist ungefähr 4 Meter groß. Ja, entsprechend, du hast ein Schaltpult, da sind natürlich auch medizinische Ärzte da, also entsprechend die da Bescheid wissen. Und dieser Behandlungsraum, da wird nicht mit Instrumenten gearbeitet, sondern du legst praktisch die Person in so ein, ich nenne es jetzt mal aus, sieht aus wie so ein Trog. Ja. Und ich habe auch Illustrationen dazu gemacht, also beziehungsweise machen lassen von der Grafikerin, die das nach meinen Anweisungen gemacht hat. Und dann wird er da reingelegt und dann laufen Platten ab. Die eine Platte scannt praktisch den Körper, also den gesunden Körper oder die gesunden Körperteile und scannt auch gleichzeitig die DNA. Und dann kommt eine zweite Platte und dann wird es sehr hell. Also es ist ein so helles Licht, weil die haben damals zu mir gesagt, ich möchte bitte auf die Seite gucken, weil sonst wirst du wirklich blind. Das ist also so hell wie die Sonne. Und dann konntest du anhand des Bildschirmes zugucken, wie gesagt, dieses Bein unter dieser Platte durch dieses helle Licht entsprechend wieder zusammengefügt worden ist oder rekonstruiert wurde. Ja. Und da ist schon ein richtiger Bildschirm vor uns gewesen. Wie gesagt, der ist riesengroß. Und aber die haben das anhand eines Schaltpultes sozusagen gesteuert. Also da ist keiner, hat keiner besonders jetzt mit Skalpell oder irgendwelchen Instrumenten gearbeitet, sondern das wurde sozusagen nur mit diesen Platten, will ich es jetzt einfach mal nennen, die da gefahren sind und die das Ganze abgescannt haben und dann eben auch wieder rekonstruiert haben. Also hier wurde wirklich, ich kann es jetzt nur sagen, wie kannst du sagen, wie göttliches Licht erzeugt. Ja. Ich würde das gerne, was du gerade erzählst, das ist natürlich für jemanden, der da keine Erfahrung hat, klingt das erstmal strange. Ja. Ich würde das gerne mal auf meinen Erfahrungshorizont runterbrechen dürfen. Gerne. Ich habe in meinem Laufe der letzten 15 Jahre meines Lebens mehrere Vorträge von Greg Braden gehört, auch live. Und es gab bis vor 5, 6, 7 Jahren von Greg Braden etwas auf YouTube zu sehen, was inzwischen gelöscht worden ist. Das beschreibt er auch in einem seiner Bücher von einem Arzt aus China, der, meine ich, mittlerweile in Kalifornien lebt, wo Patienten hinkommen mit Krebs und wo die über Schänden das wegbekommen. Und Greg Braden beschreibt das, hat das auch eben mehrfach, habe ich das in seinen Vorträgen gehört, wie er daneben steht und das sieht. Ein Arzt hält einen Ultraschallkopf raus, geht mit Lebermetastase und wie man dann sieht, wie innerhalb von 30 Sekunden die Lebermetastase weg ist. Ja. Und ja, wie gesagt, also das gab es zu sehen auf YouTube. Inzwischen ist der Film weg. Ja, ich halte das grundsätzlich für glaubwürdig. Da kann ich mit. Es gibt ja mittlerweile ja auch diverse Geräte, die arbeiten mit Frequenzen und so weiter und stellen dann Organfunktionen wieder her. Meine Frage an dich ist die, ich habe, also woran ich so hake, das ist der Punkt. Wie geht der Mensch innerlich damit um, mit dem das geschieht? Weil auch in dem Buch, wo Greg Braden das Ganze beschreibt, ich weiß gerade jetzt leider nicht mal, wie das heißt, ich glaube, da geht es um Materie und Bewusstsein in diesem Buch, das ist so ungefähr 5 bis 10 Jahre alt. Da wird das nämlich etwas genauer beschrieben. Da sagt er, dass die Menschen, die dann dieser Behandlung unterzogen werden, mehrere Wochen sich in der Klinik aufhalten müssen. Sie müssen fasten, nur noch bestimmte Dinge essen. Sie müssen ganz viel Tai Chi machen und so weiter. Also ganz viel bewusste Körperbewegungen machen und so weiter. Und dann irgendwann sind sie an dem Punkt, dass die Ärzte entscheiden, dass diese Therapie jetzt gemacht wird. Das entspricht natürlich überhaupt nicht unserem abendländischen Verständnis und so nach dem Motto, okay, ich brauche einen Eingriff, ich rufe an beim Sekretariat und vereinbare einen Termin und gehe dann dahin und lasse das machen. Sondern
Woran ich jetzt hake, ist der Punkt auch mit diesen Frequenzheilgeräten, die ich selber auch schon kennengelernt habe und so. Da kommen wir wieder an den Punkt, was du vorhin genannt hast, die Eigenverantwortung. Wenn ich da einfach nur hingehe als Konsument, dann frage ich mich, wie nachhaltig ist das Ganze? Wenn ich nicht innerlich einen Weg mitgehe und das innerlich, ich sag mal, auf einer seelisch-geistigen Ebene vorbereite, voll präsent bin, während das geschieht und es hinterher nachbereite und nachbegleite und ich wirklich etwas in meinem Leben auch verändere, sozusagen quasi das Muster verändere, was in diese Situation hineingeführt hat. Weil sonst mache ich eine Reparatur und habe das gleiche Problem oder ein ähnlich gelagertes Problem nach einem Jahr wieder. Kannst du meinen Überlegungen Ja, folgen? natürlich. Das ist sehr gut, dass du es ansprichst, weil es, wie gesagt, das ist komplett richtig. Es geht wirklich um Verantwortung, weil jede Krankheit soll ja einen bestimmten. Joshi, aus. Aus. Soll ja eine Kommunikationsebene erschaffen. Also, wenn ich etwas habe, wo ein Körper mir aufzeigt, das ist nicht in Ordnung, will er letztendlich mit mir eine Kommunikation aufbauen. Und wenn ich natürlich oft hergehe, ich nenne es mal ganz einfaches Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, dann gehe ich zum Arzt oder lasse mir irgendein Medikament verschreiben und pfeife mir das rein und die Kopfschmerzen sind weg. Aber ich habe damit nicht die Kommunikation verstanden, die der Körper mir mitteilen will. Und wenn ich jetzt natürlich über einen längeren Zeitraum gewisse Blockaden in mir aufgebaut habe, Missverständnisse etc., also einfach gewisse Energien, die eine Anstauung geben erstmal natürlich im Energiefeld des Menschen, die dann aber später in das Physische übergehen und damit, ich sage jetzt mal, Metastasen zum Beispiel oder die Leber oder was auch immer irgendwas von betroffen ist, wo das also wirklich massiv ist, geht es darum, natürlich kann ich das wegmachen. Gar keine Frage. Aber wenn die Ursache, also das heißt, die Kommunikation, ich immer noch nicht verstanden habe, wird das Thema wieder zurückkommen. Das ist auch der Grund, warum viele Krebsbehandlungen, die am Anfang sehr erfolgreich sind, irgendwann wiederkommen. Wo man dann sagt, ja, das ist leider wiedergekommen, die Metastasen sind zurückgekommen, weil die Einstellung nicht verändert worden ist. Und das ist genau der Punkt. Das ist der ja sogenannte Jojo-Effekt, den man da hat. Also es geht einmal darum, wenn ich ein Problem habe im Körper, dann kann ich erst mal gucken, okay, was will der Körper mir denn mitteilen? Ja, so. Und dann kommt es ja auch darauf an, zum Beispiel Brustkrebs ist typisch dafür, weil die Brust im gesunden Zustand für eine Versorgung gilt. Wenn ich jetzt Brustkrebs habe, was ja viele Frauen haben, dann ist eine Versorgung hier blockiert. Und jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, ja gut, ich habe jetzt keine Kinder, das hat damit nichts zu tun. Es geht nur darum, dass die Botschaft dahinter ist, dass eine Versorgung, was mich selber betrifft, hier nicht mehr nachgegeben wird. Also das heißt, beziehungsweise wenn ich jetzt sage, das Glas ist eben leer und die arbeiten trotzdem weiter und holen sich immer noch Energie, dann stimmt hier die Versorgung nicht. Das heißt, sie achten nicht auf sich selber, um gewisse Energie wieder aufzufüllen. Das heißt, sich vielleicht eine Auszeit zu nehmen oder sich vielleicht einen gewissen Urlaub zu gönnen oder was auch immer. Ja? Und das haben sie aber nicht nur von heute auf morgen vergessen, sondern es geht schon Jahre so. Und das zeigt mir der Körper in dem Falle auf. Also wenn ich da nicht bereit bin dazu, im Geiste oder in den Gedanken entsprechend hier eine Veränderung vorzunehmen, wird dieser Krebs, selbst wenn ich ihn wegoperieren lasse, weglasern etc., was es heutzutage alles gibt, wird er irgendwann wiederkommen. Und das ist genau das, wo du es richtig sagst, wo er sagt, da hakt was. Also ein Wegnehmen oder eine Operation gehört eigentlich dazu, genauso, dass man den Patienten an die Hand nimmt und sagt, okay, was will dir denn diese Krankheit vermitteln? Was will sie dir denn sagen?
und ihm da helfen. Und teilweise ist es nämlich sogar so, dass dann der Heilungsprozess oder vielleicht sogar eine Operation dann gar nicht mehr notwendig ist, weil wenn ich die Situation, wenn ich die Kommunikation verstanden habe, löst sich natürlich auch dieses Thema dazu. Ja, ich kann dir absolut folgen. Gleichwohl möchte ich dazu stellen, dass ich, also ich behandle ja mittlerweile keine Krebspatienten mehr. Ich habe mich aus diesem Gebiet vor einigen Jahren bewusst verabschiedet und habe wirklich nur meinen Fokus beim Thema Herz. Trotzdem weiß ich noch sehr, sehr gut aus meiner Erfahrung mit den Krebspatienten, gerade auch du hast Frauen angesprochen, die dann gesagt haben, so, ich mache das alles nicht, ich gehe meinen inneren Weg, ja. Und die, wo das einfach zumindest auf einer biologisch-körperlichen Ebene einfach katastrophal geworden ist, das Ganze mit dem Tod geendet hat. Das kann natürlich trotzdem von einer anderen Ebene aus betrachtet richtig sein. Ich glaube, wo die Schwierigkeit in dieser Zeit besteht, in der wir gerade im Wechsel sind zwischen zwei Paradigmen. Ich sage mal, das Paradigma der Angst, das Paradigma der Liebe. Ja? Und in diesem Wechselpunkt sind wir ja gerade. Da unterliegen wir Menschen häufig der Illusion zu meinen, wir seien schon weiter, als wir in Wirklichkeit sind. Oder ich will es mal metaphorisch so formulieren, also wenn mein Zug in 2 Minuten abfährt, ich brauche aber noch 5 Minuten bis zum Bahnhof und die Bundesbahn ist mal pünktlich, davon gehen wir mal jetzt aus, ja. Also für diese Metapher jetzt, ja, Ja. dann werde ich den Zug nicht mehr erreichen, ja. Dann kann das zwar richtig sein, diesen Weg zu gehen, aber der Zug ist dann abgefahren, ja. Und da habe ich sehr viel erlebt und ein Stück weit erlebe ich es ja auch im Bereich der Kardiologie, wo ich dann schon auch sagen muss, so, liebe Leute, passt auf, ja, reicht die Zeit noch, ja, weil nach meiner Erfahrung ist es so, dass dann eben doch auch in dieser Phase des Überganges, in der wir jetzt sind, es schon auch notwendig ist, nochmal auch diese, ich sag mal, alten Methoden anzuwenden, um Zeit zu schinden. Schlicht und ergreifend, ja. Ja, das ist alles natürlich individuell zu sehen. Aber ich meine einfach, dass in manchen Fällen, wenn derjenige bereit ist, eine Veränderung Ja. vorzunehmen, weil ich habe einige Menschen in meinem Umfeld kennengelernt, und jetzt muss ich halt leider nochmal den Krebs nehmen, weil der Krebs halt sehr häufig vorkommt, die keine Therapie gemacht haben, keine Chemo gemacht haben, sich nicht bestrahlt haben lassen und gar nichts, sondern haben komplett ihr Leben verändert. Auch die Ernährung umgestellt und haben es wirklich geschafft, den Krebs so zu besiegen. Also, dass er verschwunden ist. Und damit ist genau das erreicht, nämlich die Kommunikation des Körpers zu mir wurde verstanden, die Information ist angekommen und dadurch konnte sich das auflösen. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, ich kann auch nicht hergehen, kann sagen, jetzt habe ich mir ein Bein gebrochen. Dann kann ich sagen, ich meditiere jetzt stundenlang, dass dieses Bein wieder repariert wird, sondern da gehe ich natürlich erstmal zum Arzt und lasse mir das natürlich erstmal machen. Gar keine Frage. Aber der Grund, warum es überhaupt passiert ist, dass ich mich damit dann später danach auseinandersetzen kann, ist vielleicht den Heilungsprozess zu beschleunigen. Ja, also man muss wirklich sagen, und da bin ich auch wirklich ein Verfechter, weil auch obwohl ich so spirituell arbeite und so, gibt es trotzdem bestimmte Punkte, wo ich sage, da gehe ich zum Arzt. Also ich bin noch nicht in der Lage, dass ich sagen kann, naja, mit einem Klick und dann ist alles vorbei, sondern man muss ich sage jetzt mal immer, die Kirche im Dorf lassen. Ja, und muss sich einfach anschauen, okay, eben wenn ich jetzt wirklich so eine starke Verletzung habe, und im Moment jetzt erste Hilfe brauche, dann nehme ich natürlich auch diese von Fachleuten, sprich Ärzten, erstmal an. Aber den eigentlichen Heilungsprozess, den kann ich ja entsprechend unterstützen oder beschleunigen, indem ich verstehe, was da passiert ist, warum mir das passiert ist. Weil nichts ist einfach nur so. Ja, Ja, da passiert einfach so. und da ist natürlich gerade die Kardiologie, denke ich, das beste Beispiel dafür, weil sehr, sehr viele Menschen haben Stents
und haben einen Stent auch bekommen im Rahmen eines Herzinfarktes. Und da kann man nur sagen, da können wir dankbar sein dafür, dass diese Möglichkeit es gibt. Und aber der entscheidende Punkt ist der, dass danach eine tiefgreifende Lebensstilveränderung notwendig ist. Weil sonst, ich habe mal von einer Kollegin den Spruch gehört, der ist brutal, aber wahr, einmal Stent, immer Stent. Ja, wenn ich nicht mein Leben verändere. Und gerade im Bereich der Kardiologie wissen wir das, dass eben eine Lebensstilveränderung, und das bedeutet Ernährung, Bewegung, Bewusstseinsarbeit, also Stille, ich würde sagen Anbindung an die Schicksalskräfte wieder. Diese drei sind sozusagen die drei großen Säulen der Lebensstilveränderung dabei. Wenn ich das nicht mache, ja, dann kommt das Problem immer wieder. Ja, ich weiß, dass zum Beispiel mein Onkel, der ist ja jetzt mittlerweile schon längere Zeit gestorben, aber er hatte wirklich dann einen Herzinfarkt, hat einen Stent damals bekommen, das war in den 80er, 90er Jahren, und hat aber mit dem Rauchen nicht aufgehört, obwohl die Ärzte ihm klipp und klar gesagt haben, ja, er hat auch noch einen stressigen Beruf, er war ein Werbefotograf, also war dauernd unterwegs und viel Stress, und er hat aber eigentlich nicht gehört. Dann hat er einen zweiten Herzinfarkt gekriegt, dann haben sie wieder einen Stent gemacht, und irgendwann ist er dann wirklich verstorben, weil es einfach, ne, so. Und der Körper gibt mir aber die Möglichkeit, er hat immer wieder Chancen gehabt. Und dementsprechend ist es, wie gesagt, die Botschaft oder die Kommunikation zu verstehen, die der Körper einem gibt. Ja? Also das, darum geht es ja letztendlich. Und wir kriegen aber vorher, im Vorfeld, bevor es, ich nenne es jetzt einfach mal die Holzhammer-Methode kommt, ja, bekomme ich aber schon vorher Hinweise. Nur die meisten ignoriere ich aber. Ja, darum geht es ja. Also das heißt zum Beispiel viele, ich weiß jetzt zum Beispiel Workaholiker, die sich dann komplett verausgaben und dann irgendwann den Herzinfarkt bekommen, weil sie es einfach übertrieben haben. Ja, dann ruhen sie sich aus, sie machen dann ihre Kur und alles drum und dran, aber danach wird genauso wieder weitergearbeitet. Also sie haben eigentlich nichts aus der Situation wirklich gelernt. Ja, also das ist einfach so, und das ist natürlich auch für dich als Arzt, ist es natürlich dann schwierig, wenn man auf der einen Seite den Patienten helfen möchte, ihm die Möglichkeit geben kann, aber er nicht eben bereit ist, diese Veränderung anzunehmen. Das ist natürlich dann immer so ein Konflikt. Ich habe vor vielen, vielen Jahren habe ich auch einen Herzspezialisten gehabt, mit dem ich, der Professor an der Universitätsklinik in Wien, hat viele Vorträge gehalten, und der hatte auch mit dem Thema Krebs zu tun. Ja? Und er hat mir damals gesagt, dass 95% der Krankheiten im Kopf anfangen. Als Spezialist damals, und das war ja vor vielen Jahren, also, ne, da so, und das natürlich zu erkennen und zu sagen, okay, es gibt ja auch vom Thorvald Detlefsen das Buch Krankheit als Weg, ja, also dass ich erkennen kann, was bedeutet das denn, oder die Louise Hay zum Beispiel, die ja auch bestimmte Symptome oder Zeichen gezeigt hat, wo man sagen kann, okay, da kann ich nachgucken, wenn ich das und das habe. Was könnte das für eine Botschaft sein? Also auch da gibt es mittlerweile so viel Literatur, aber ich darf für mich selber die Entscheidung treffen, okay, ich will mein Leben verändern, ich will gucken, was kann mir helfen, oder, ne, so. Da kann die beste Literatur da sein, nur wenn ich sie nicht lese, wird sie mir nicht Genau. weiterhelfen können. Ja. Wissen ist auch eine hohle Schuld. Genau. Genau so. Gut, Ja, jetzt. und gerade an dem, was du eben gesagt hast, wird auch eben das deutlich: Materie folgt dem Bewusstsein. Und das sehen wir auch gerade beim Thema Krankheiten. Im Übrigen darf ich noch eine Sache ein kleines bisschen anders darstellen. Ich versuche mir, es gelingt mir nicht immer, ich versuche mir abzugewöhnen, dass ich Menschen helfen will. Ich kann Menschen, also ich verstehe meine Aufgabe immer mehr als ein Leuchtturm, und der Leuchtturm leuchtet und weist den Weg. Ob der Kapitän sich danach richtet oder nicht, ist nicht in der Verantwortung des Leuchtturms. Das stimmt. Und Also da sind wir auch wieder bei dem ganzen Thema Eigenverantwortung, ja. ja. Und wenn der Kapitän auf dem Schiff meint, er weiß es besser und er fährt aufs Riff drauf, ja.
Ja, ich kann ja den Patienten fragen oder den Menschen, möchtest du, dass ich dir dabei helfe? Und dann kann Genau. er damit entscheiden, kann ja sagen, ja oder nee, will ich nicht. Ja. Aber wirklich im Sinne von ich weise den Weg, nicht? Ich weise den Weg und der Mensch muss schon selber gehen. Auf jeden Fall, ja, genau. Ja, gibt es noch Dinge, die du mir mitgeben möchtest? Gut, also ich denke mal, wir haben die wichtigsten Punkte erörtert, um die es geht, um mein Leben sozusagen selber zu bestimmen. Und es gibt natürlich, wie gesagt, auch Literatur, viele Literatur darüber. Also was mein Leben, ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Sicht sagen, was mir sehr gut geholfen hat, war einmal vom Joseph Murphy, die Macht ihres Unterbewusstseins und dann von The Secret. Also da gibt es ja mittlerweile auch Bücher oder Hörbücher darüber. Und die habe ich, ich glaube, zigmal ge gehört, weil ich bin eher ein Hörbücherleser als in der normal mit Schriften. Und das hat mir vieles eröffnet, obwohl ich ja, wie gesagt, schon sehr lange auf dem Weg bin. Auch durfte ich noch gewisse Dinge dazulernen und die an mir verändern. Und das Schöne ist wirklich dabei, zu erkennen, was sich dann auf einmal auftut, was für Möglichkeiten ich in dem Moment habe und inwieweit positiv mein Leben jetzt in eine Richtung gelenkt worden ist, weil ich das für mich erkannt habe. Ja, also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Jeder sollte natürlich das Buch raussuchen, was ihm passt, was für ihn stimmig ist. Nicht alles ist immer gleich. Das ist auch wie mit der Kunst, nicht jedes Bild gefällt einem. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig zu gucken, okay, was könnte mir gefallen oder was könnte zu mir passen. Und ich wünsche natürlich, dass es vielleicht viele Menschen jetzt wirklich erschaffen, unabhängig zu werden von den Krankheits- oder unseren Krankheitssystemen, die wir haben, von den politischen Einschränkungen etc., sondern dass wir wirklich lernen, jetzt wieder freie Wesen zu werden und eigenständig zu werden. Und wenn jeder von uns einzeln wirklich die Verantwortung für sich selber übernimmt und seine Welt ins Positive lenkt, werden wir ruckzuck Frieden auf Erden haben. Auch das ist ein geistiges Gesetz, Prinzip der Resonanz. Die Menge macht's. Ich vergleiche das immer, wenn du alleine meditierst. Du hast vorhin auch davon geredet, dass du auch Meditation machst. Wenn du alleine meditierst, ist es eine tolle Sache. Aber wenn es plötzlich eine ganze Gruppe meditiert, ist nochmal eine ganz andere Energie dahinter. Und genau darum geht es in der heutigen Zeit. Gemeinsamkeit. Wie Sich viele selbst. Menschen braucht es, um hier globale Veränderungen herbeizuführen? Also es gibt jetzt in dem Sinne keine große Anzahl, aber ich kann zum Beispiel sagen, ich habe es auch in einem Video genannt, was zum Beispiel schon in der TM gemacht worden ist mit diesen Siddhas mit 300 Personen, die also da schon sehr viel bewirkt haben an Kriminalität, jetzt speziell in Los Angeles. Und ich sage mal, wenn jetzt ein paar Tausende wirklich diese Einstellung haben, und wirklich sich für sich einen Frieden erfahren und gucken, dass sie nicht mehr auf das Negative schauen, sondern wirklich auf das Positive, dann reicht es aus, eine Welle loszutreten, die andere Menschen mit animiert und die letztendlich auch dann wirklich zu diesem Frieden kommen. Also ich würde jetzt mal sagen, aus meinem Empfinden heraus ein paar Tausend. Ja. Ja, also das, meine Hypothese ist die, zu dem, was in den letzten paar Jahren sich abgespielt hat, ist vor allen Dingen auch mit dem Ukraine-Krieg, dass das ja wirklich eine brandgefährliche Situation ist und dass das Ganze noch nicht uns um die Ohren geflogen ist, habe ich den Eindruck, das möchte ich mal in aller Stille und Vorsicht mal sagen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir hier gerade in Mitteleuropa doch mehr und mehr Menschen haben, die da sozusagen aus dem Mainstream-Denken aussteigen und diesen Weg beschreiten, den wir hier versucht haben,
der letzten Stunde hier nochmal in Worte zu fassen. Ich glaube, dass da eine Menge Gutes schon passiert ist, weil wie die Pipelines in die Luft flogen, da habe ich gedacht, auweia, ist das jetzt das neue Sarajevo, ja? Und es ist nicht passiert, ja? Ja, also ich Und darf dazu vielleicht ein bisschen ergänzend sagen, wir haben alleine an unserem Himmel, die wir jetzt nicht sehen, über 1 Million Schiffe laufen. Die Föderation macht sehr viel in dem Bereich, was wir gar nicht so mitkriegen. Also wir haben schon Raketenstationen neutralisiert, wir haben Atombomben neutralisiert, die als Blindgänger runtergegangen sind und, und. Also die machen im Hintergrund sehr, sehr viel, was wir gar nicht mitkriegen. Ja. Und bewusst, weil jemand sagt, also ich meine, es tauchen ja immer mal wieder Schiffe auf, wo Leute sagen, oh, guck mal da, oder Sichtungen finden statt, aber natürlich nicht in der Menge, um auch hier wiederum das Gesetz anzuwenden, keine große Angst zu verbreiten. Weil wir wollen nicht die Menschen in Angst und Schrecken versetzen, weil viele Medien haben das natürlich oder auch Filmemacher haben das natürlich im Vorfeld schon so gesteuert. Das heißt, Außerirdische, die wollen uns sozusagen angreifen, die wollen uns Böses und so weiter. Und das hängt natürlich bei vielen Menschen noch in sich drin. Und deswegen wollen viele natürlich auch nicht oder wir wollen nicht als Föderation die Menschen jetzt groß verunsichern oder in Angst bringen. Deswegen bleiben die oft unsichtbar im Hintergrund. Ja. Aber wie ist das vereinbar mit dem, was du vorhin gesagt hast? Sie räumen den Müll im Wald nicht auf. Ja, Also mit dem, was du jetzt gesagt hast, räumen sie ja doch den Müll im Wald auf. jein, jein. Also ich nenne es jetzt einfach mal so, sie stellen Mülleimer auf, ja, dass wir den Müll selber wegräumen können. Wenn wir Atombomben zum Beispiel neutralisieren oder Raketenstationen neutralisieren, dann hat es damit zu tun, dass es nicht einmal im göttlichen Plan vorgesehen ist. Und dass es uns in unserer gesamten Entwicklung blockieren würde. Also es kommt immer darauf an, es in einem Rhythmus und Tempo so zu machen, dass wir an uns trotzdem weiter unsere Erfahrungen machen dürfen und lernen dürfen. Und weil wenn jetzt wirklich ein Atomkrieg ausbrechen würde, was sollen wir dann noch lernen? Da kannst du nicht mehr viel machen. Also geht es natürlich darum, diese Techniken, die da angewendet werden, entsprechend natürlich zu neutralisieren, dass wir trotzdem unsere Erfahrungen machen können und unsere Entwicklung auch weiter beziehen können. Weil sonst müssten wir die Föderation, also wenn ich von wir rede, rede ich von der Föderation, müssten wir komplett die Bevölkerung evakuieren. Das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja. Stimmst du dem zu? Das kam auf verschiedenen YouTube-Kanälen, war aber auch mein eigener Eindruck gewesen im Herbst 2022, als ob eine Wende stattgefunden hat, dass die Kräfte, ich möchte das mal im Sinne von Christina von Dreien zitieren, die unlichten Kräfte, dass die sich wie von der Erde wegbewegt haben. Und dass da sozusagen das Ganze gekippt ist in Richtung einer lichten und guten Ausgang des Ganzen. Und gleichwohl habe ich den Eindruck, ein Bär, der im Todeskampf ist, dem würde ich mich trotzdem nicht nähern. Da würde ich trotzdem Abstand zu halten. Kannst du dem zustimmen, Also aus deiner Sicht? grundsätzlich muss man sagen, ich sage immer, die Gegenseite schläft nicht. Und die Gegenseite ist immer noch weiterhin aktiv. Vielleicht nicht mehr in der großen Form, weil sie merken, dass sie langsam die Felle davon schwimmen. Aber wie du schon richtig sagtest, ein verletzter Bär, der kämpft und macht noch bis zum letzten Atemzug. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Und deswegen habe ich auch auf dem einen Video angesprochen, dass wirklich jeder für sich selber alles prüft. Aufmerksamkeit, aufmerksam bleibt, weil gerade auch diejenigen, die Lichtarbeit machen, sind natürlich noch stärker im Fokus wegen der Beeinflussung. Ja? Und da ist das große C, wie man so schön sagt, ist da nur ein kleiner Bruchteil gewesen. Da passiert noch viel mehr. Ja?
Ich will da jetzt nicht bewusst auch näher drauf eingehen, weil ich dem keine große Aufmerksamkeit schenken will, keine große Energie geben will. Aber ich kann nicht bestätigen, wie die Christina von Rhein gesagt hat, dass sich da jetzt die andere Seite zurückgezogen hat. Ganz im Gegenteil. Die rüstet im Moment eigentlich eher auf, weil ich sehe es ja, ich bin ja dauerhaft im Moment in den Konferenzen der Föderation dabei, um entsprechend auch darüber Bescheid zu wissen, was da abläuft und was man tun kann. Und auch ich kriege ja auch die Aktionen mit, die gefahren werden, um entsprechend vieles da auch zu verhindern. Ja, aber manches geht eben trotzdem durch. Und deswegen ist es auch hier für uns wichtig, dass wir wachsam und achtsam sind mit dem, was im Umfeld passiert. Ja, weil die lauern wirklich wie so eine Katze vorm Mauseloch. Die warten auf ihre Gelegenheit, um zuzuschlagen. Ja, und da wollen wir ihnen keine großen Möglichkeiten mehr geben. Was kann ich selber tun? Also ich, Markus Peters, um mich da zu schützen. In erster Linie, was wir ja vorhin besprochen haben, es geht um das Christusbewusstsein. Es geht darum, die hohe Engelwelt oder geistige Welt um Unterstützung zu bitten für meinen Alltag und eben auch mich bewusster zu machen in meinem Alltag, in meinem aktuellen Leben und gucken, wenn es auch irgendeine Aufgabe kommt, wo ich denke, das könnte jetzt ein Problem werden oder wie auch immer, entweder es loslassen, es übergeben oder eben entsprechend eine andere Blickrichtung auch anzunehmen. Also, dass ich gar nicht groß in die Versuchung komme, in dieses Fahrwasser, dass es heißt, ja, mir geht so schlecht und ich komme nicht raus und so weiter, wie es bei vielen dann schon der Fall ist, die in wie in so einem Sog drin hängen. Ja. Das kann ich im Vorfeld schon verhindern. Und wenn ich auch hier wiederum in diesem Level bleibe, dann brauche ich mir um die anderen Energien keine Sorgen mehr zu machen, weil sie mich nicht greifen können. Also das kann ich oder jeder für sich selber tun. Ja? Positives Denken ist ganz, ganz wichtig. Auch bei The Secret ist zum Beispiel hervorragend die Dankbarkeitsübung. Die kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ja, und nicht nur abends nach Feierabend, sondern vielleicht auch versuchen, das dann den ganzen Tag über. Also für mich ist nichts mehr im Leben selbstverständlich. Wenn meine Frau mir eine Tasse Kaffee gemacht hat, dann bedanke ich mich dafür. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr für mich. Und durch diese Dankbarkeitsübung, die praktisch bei mir tagtäglich rund um die Uhr abläuft, habe ich selber gemerkt, dass ich immer zentrierter bleibe. Und in einem Frequenzlevel, wo mich nichts mehr groß aus der Bahn werfen kann. Ja, ich kann mich auch noch mal über was aufregen, keine Frage. Aber unterschiedlich ist es zu damals, dass ich sagen kann, ich nehme das jetzt an, also ich gestehe es mir ein, dass ich mich jetzt mal drüber aufrege. Das ist aber dann auch in 5 oder spätestens 10 Minuten verflogen. Weil ich darauf dann keine Aufmerksamkeit mehr gebe, keine Energie mehr lenke, sondern es sozusagen durchfließen lasse. Ja, das kann ich zum Beispiel wirklich empfehlen für jeden Einzelnen im Alltag. Gut, Ja. das war ein schönes Schlusswort. Ja. Danke dir sehr für dieses schöne Gespräch in herausfordernden, spannenden Zeiten des großen Wandels. Ja, wir haben alle das Ticket gebucht, jetzt hier zu sein. Und es sind spannende Zeiten, in denen wir leben. Herzlichen Dank, lieber Dirk. Sehr gerne. Danke, Und dass ich das sein durfte. Macht's gut. Tschüss. vielen Dank.